Herzlich willkommen wieder zurück zu The Sinking City, Part Nummer 5, meine ich. Ja, wir haben im letzten Part Mr. Throckmorton gesagt, dass alles Kacke ist, dass sein Sohn quasi ermordet wurde. Also, das haben wir nicht im letzten Part gesagt, aber wir haben seinen Mörder gesucht. Den haben wir auch gefunden, wir haben ihn aber gedeckt, weil er hat den Mord im Wahn begangen. Begangen im Wahn. Und ja, deswegen, ich wollte ihn einfach ein bisschen schützen, weil er war halt wirklich komplett im Wahn. Und das, ja, da hat irgendwie so mein Bauchgefühl gesagt, nee, okay, lass mir den leben. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das auswirkt. Sag bloß, wir haben auf unserem Radar, das gilt jetzt aber nicht fürs Questziel da oben, oder? Ja gut, wir wollten ja sowieso zum Hafen. Doch, ich glaube schon. Wird das gerade heller? Doch, das wird heller, ne? Ja, krass, doch. Das ist für unser Questmarker anscheinend. Gut, kann ja auch mal sein. Ich müsste mal... Ich kann es mir nicht merken. Ich kann es mir nicht merken. Ich kann es mir nicht merken. Verdammte Scheiße. Oh, crazy. Sag bloß, wir haben uns den Weg gespart. Das wär's natürlich jetzt gewesen. Wenn's dann mal hier weiterlädt. Das Spiel hat sich jetzt aber nicht aufgehangen, oder? Nee. Ah, toll. Okay. Es lädt. So, was haben wir denn hier? Verschollen im Meer. Robert Throckmorton finanzierte eine Expedition. Okay, das kennen wir ja schon. Also, wir hatten jetzt wohl gerade wieder eine Vision. In der Vision sind wir... wieder aufgefressen worden. Nur diesmal sind wir nicht in das Maul dieses komischen Wesens reingehüpft, sondern wir wurden aufgesaugt. Oh, das ging ja schnell. Und wir mussten ja eigentlich ins Hotel und unsere Sachen da erstmal abliefern, aber wir haben anscheinend einen Cut gemacht und sind da hingebracht worden. Finde ich sehr gut. Kleidung freigeschaltet. Trenchcoat. Ist das so? Finde ich cool. Dann lass mal gucken. Gesammeltes. Wo kann ich das? Inventar wahrscheinlich, ne? Wie kann ich das auswählen? Jetzt mal ehrlich. Das war's nicht. Geht das nur am Schrank zufällig? Ich glaube, das geht hier nur am Schrank. Ach, wie geil ist das denn? Wir können sogar Skins freischalten. Ich raste aus. Neuankömmling. Ach, wie cool. Okay, das ist ja wirklich nice. Das sind ja mega coole Outfits. Okay, das jetzt nicht unbedingt. Aber, Moment. Das Tattoo kenne ich doch. Das hat mir doch eben schon. Okay, krass. Sammle alle mystischen Bücher. Freigeschaltet mit DLC. Ich glaube, das DLC haben wir. Ja, ich glaube, das DLC haben wir. So, der Trenchcoat sieht ganz nett aus. Der Sommerfrischler, irgendwie nett. Schwierig. Also da, der Rucksack ist nervig. Irgendwie, ich mag dieses... Der Mantel, der sieht irgendwie aus wie Mafia-Boss. Wir nehmen den Trenchcoat. Ich mag den Trenchcoat. Und nicht wundern, hier wird bei mir gerade Öl abgeholt. Ja klar, Müll weggebracht. Was haben wir hier? Ah, egal wie viel von der Medizin ich nehme, die Visionen hören einfach nicht auf. Okay. Wie hieß das Zeug nochmal? Laudanum. Registered 1898. Kann ich es auch nochmal umdrehen? Da gibt's nichts. Schade, hätte ja sein können, dass wir da irgendwas haben. Ich finde das Spiel so übel interessant, jetzt mal ohne Scheiß. Es ist so nice. Was haben wir hier? Eine Münze? Eine Tok-Deck.
DocTech. Was habe ich gesagt? TechDoc, ne? Scheiße, Alter. Charles W. Reed. Nie wieder, hoffe ich. Okay, jetzt weiß ich auch den Vornamen. Ich wusste wirklich nicht, dass der Boy Charles heißt. Hilfegesuch. Werter Mr. Reed, ich weiß, dass Sie der Privatdetektiv sind, der den Mörder vom Hafen aufgespürt hat. Mein Leben ist in Gefahr und ich kann niemandem in dieser Stadt trauen. Bitte kommen Sie auf mein Zimmer. Es liegt gegenüber dem Ihren. Ich bin verzweifelt. Mit meinen Studien habe ich dunkle Mächte angelockt. Sie stellen mir nach und werden mich bald holen kommen. Mein Schicksal ist besiegelt, aber die 7 Bücher müssen um jeden Preis gerettet werden. Falls ich nicht mehr da sein sollte, suchen Sie auf meinem Zimmer nach meinen Notizen. Das Wissen in den Büchern darf nicht verloren gehen, denn es könnte für unsere Art die letzte Hoffnung auf Erleuchtung sein. Bitte werden Sie zum Träger dieses Lichts, denn ich habe versagt. Ist das ein neuer Fall oder ist es ein Nebenfall? Also werden wir auf jeden Fall gleich mal machen. Ach, guck mal hier. Moment mal, das ist doch unser Bild aus dem Koffer, was sich so verzogen hat. Ich hoffe, es verzieht sich die nicht. Die Mannschaft der Cyclops. Semper Fortis, Brüder. Kann ich dich auch nochmal umdrehen? Nee, kann ich nicht. Okay, mein Tagebuch, Teil 1. Ich weiß nicht, warum die USS Cyclops gesunken ist. Ich erinnere mich nur an Schreie, knarzendes Metall, hereinströmendes Wasser und die schlimmsten Kopfschmerzen, die ich je hatte. Ich fand mich im Wasser, umgeben von Seetang wieder und konnte mich auf eine kleine Insel retten. Als man mich dort fand, war ich halb verhungert und murmelte im Wahn über uralte Ruinen und ihre Bewohner. Angeblich war nichts davon real. Aber ich erinnere mich noch ganz genau und die widernatürlichen Fähigkeiten, die ich seitdem habe, bekräftigen dies. Ich entdeckte auf dieser Insel etwas Altes, Finsteres und Schreckliches und es verfolgt mich noch immer. Mhm. Also quasi nach seinem Sinken quasi. Hier können wir wieder ein bisschen looten. Finde ich gut. Ersthilfe-Send und Antipsycho. Guck, das ist genau aus dem Grund, mache ich nie diese Verbrauchsgüter komplett voll, weil man immer mal wieder was findet. Merkt euch diesen Tipp. Funktioniert immer. Überall. Was haben wir jetzt genommen? Oh! Nett. Finde ich gut. Ich befürchte. Das Bad sieht voll scheiße aus. Alter, du setzt dich aber nicht auf diesen Pott und gehst erstmal kacken, oder? Alter, sieht der eklig aus. Und hier ist ein Spiegel mehr oder weniger. Okay, das... Alter, was ist das für ein abgeranztes Bad? Vor allem auch keine Tür, ne? Also... Oh, was ist das denn? Ein zerknitterter Brief. Mr. Reed, Sie gehören zu den wenigen Menschen, die Leute wie mich gut behandeln. Und dafür möchte ich Ihnen mit einem Ratschlag danken. Verschwinden Sie von hier. Retten Sie Ihr Leben und überlassen Sie diesen Drog statt den Tiefen. Stochern Sie nicht in den Geheimnissen von Oakmont herum. Sie sind es nicht wert. Es gibt hier nichts mehr, das einem lieb und teuer sein könnte. Ich glaube fest daran, dass Sie einen Weg finden könnten zu fliehen. Bitte beherzigen Sie diese Zeilen. Louis Flynn. Guck mal, das ist der, den wir gerettet haben. Hätten wir den nicht gerettet, hätten wir jetzt den Brief nicht gekriegt. Cool. Ist jetzt nur die Frage, ob das was bringt. So. Okay, hier können wir nichts mehr. Also, ich weiß ja jetzt nicht, ob die Flut daran schuld ist. Ich meine, das Hotelzimmer sieht abgefuckt aus. Das müsste doch das Devil's Reef sein, richtig? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, das Bett sieht ganz nett aus, auch wenn da halt keine Decke ist. Ich weiß nicht, wie unser Boy da geschlafen hat. Ach, hier, guck mal, wie unser Kragen sich mitbewegt. Geil. So. Also, das scheint auf jeden Fall unser Hotel zu sein. Oder ein Hotelzimmer. Hier haben wir noch ein Bild. Das Bild kennen wir ja schon. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal noch einen Brief. Mitteilung von Johannes Vanderberg. Nee, Vanderberg. Vanderberg hieß der. Mr. Reed, wie es scheint, haben Sie sich bei den Ermittlungen für Mr. Throckmorton überanstrengt. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich so dreist war, Sie ungefragt ins Devil's Reef zu bringen, als Sie bewusstlos waren. Bitte passen Sie in Zukunft besser auf sich auf. Ich kann nicht jedes Mal zur Stelle sein, wenn es brenzlig wird. Johannes. Ach, hier, guck mal. Cooler Typ. So, und er... Was ist das denn hier? Da fühlt man sich glatt ein bisschen wie zu Hause. Hey, ich vermisse Boston schon. Lol, warte mal, das ist ein fucking Hotel und ich habe hier ein scheiß Schild dran.
Das ist mir neu, dass sowas passiert. Okay. Hier komme ich nicht rein. Komm hier. Oh, oh, oh. Okay, hier können wir was looten auf jeden Fall. Ja, Patronenhülsen. Jetzt mache ich es richtig. Jetzt kann ich aber bestimmt auch was. Dingsen. Na, Inventar. Genau, Patronenhülsen. Ja, dann haben wir nämlich jetzt von allem ein Magazin. Das ist gut. So, guckt aus dem Grund. So, ich hasse übrigens, wenn ich in dem Spiel Fallen auslegen muss. Ich hasse das wie die Pest. Das habe ich im letzten Part, glaube ich, schon gesagt. So, immer schön die Waffen nachgeladen haben. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann ready sind, wenn es drauf ankommt. Wisst ihr? Okay, er wohnt gegenüber. Hier war es nicht. Dann müsste es ja eigentlich hier sein. Ja. Oh, shit. Oh, shit. Okay, fuck. Ich bin in einer Teufelsfalle. Da komme ich nie wieder raus. So, als noch neues... Hier, Munition, Kaliber haben wir gefunden. Okay, ich glaube, wir müssen unsere ganzen... Wir müssen unser ganzes Wissen... Nee, wir müssen einfach nur die Notizen sammeln. Was haben wir hier? Die Albträume. Ich habe die Fenster verrammelt und die Tür abgeschlossen. Die Männer des Gelben Königs sind schließlich nur Menschen. Reinkommen werden sie jetzt sicher nicht mehr. Tja, nun bin ich allein. Allein mit diesen Albträumen. Schon bald werde ich ihren Sinn verstehen. Na, er ist ja leider weg. Buch von Vermeer. Meyer? Ich weiß nicht, wie man es jetzt ausspricht. Die Fische erzählen sich von einem nächtlichen Treffpunkt nahe dem Anwesen der Blackwoods am südlichen Ende der Whisper Street. Die Einheimischen meiden diese Gegend im östlichen Teil der Grimhaven Bay, da sie offensichtlich Angst vor denen haben, die sich in der Nähe der halbfertigen Schiffe treffen. Man sagt, dass bei diesen Treffen aus einem verfluchten Buch vorgelesen wird, dass die Zuschauer, nee, Zuhörer so verrückt nach dem Meer macht, dass sie hineinspringen und ertrinken. Ach du Scheiße. Die Person, die aus dem Buch vorliest, steht auf einem verfluchten Boot, das von Nebel umhüllt ist. All jene, die sehen, wie es die Küste erreicht, werden wahnsinnig oder verschwinden spurlos. Was zum Fick? Das ist ja fucking crazy. Und ein verhextes Buch. Okay, die Legenden aus der Region sind vielleicht mehr als reiner Aberglaube. Ein Dutzend Hexen wurden an einem großen Apfelbaum gehängt, der immer noch in der Nähe der Mostmühle steht. Unter den Aufzeichnungen befinden sich ein Geständnis. Eine der Hexen gestand, dass ihnen der Teufel höchstpersönlich ein Buch mit machtvollen Sprüchen vermacht hatte. Das Buch entzieht sich den Blicken Sterblicher und wartet, bis die Hexen wiedergeboren werden und zurückkommen, um es zu holen. Die Hexe, die einst dieses Geständnis niederschrieb, wohnte irgendwo nördlich der Kreuzung Communion Road und Museum Avenue im östlichen Teil des Bezirks Reed Heights. Ob das Buch noch dort ist? Okay, wo wohnt die? Nördlich der Kreuzung Communion Road und Museum. Das muss ich auf jeden Fall mal überprüfen. Okay, meine lieben Zuschauer, es tut mir leid, dass es jetzt aktuell so ein bisschen viel Lesen ist, aber es gehört halt einfach zu dem Game. Ja. Ich hatte einen solchen intensiven Traum, dass meine Hände immer noch zittern. Mitten in der Stadt stand ein großes Riesenrad. Die Menschen fuhren höher und höher, um dann an der höchsten Stelle hinunterzuspringen. Als immer mehr Leichen am Boden lagen, stieß mich die Menge zum Riesenrad. Ich erblickte einen Mann mit einer Ledertasche, der im Zentrum des Riesenrads stand und aus einem Buch vorlas. Seine Worte hielten das Riesenrad in Bewegung und lockten die Massen an. Könnte etwas dran sein an dieser Vision? Im Park nahe der Century Avenue und der Bacon Street im westlichen Teil des Bezirks Old Grove steht ein Riesenrad. Aber wo könnte das Buch sein? Warte mal, ist das eine Nebenquest? Kann das sein? Wir kriegen auch das Outfit, wenn wir die ganzen Bücher finden. So, haben wir hier noch mehr. Das wartende Buch. Oder wartendes Buch. Die Kirche zu bauen war seine Buße. Tag für Tag schuftete er ohne Lohn. Er schleppte Steine und legte sie auf die feuchte Erde von Salvation Harbor. Wenn er abends in sein Haus hinter der Kirche zurückkehrte, konnte er nicht einschlafen. Das Buch, das einst seine Vorfahren über den Ozean brachten, verlangte nach ihm.
Als der Bau der Kirche abgeschlossen war, fand der Priester ihn baumelnd, oh shit, am Glockenseil. Doch das Buch wartet immer noch darauf, dass jemand kommt und darin liest. Das Buch des Kirchenerbauers befindet sich in der Old Church Road zwischen der Seven Oak Street und der Windheim Street im Zentrum. Alter, was ist das für eine... Boah. Des Bezirks Salvation Harbor. Selbst nach der Flut will niemand in dem Haus wohnen, weil es nach wie vor einen schlechten Ruf hat. Okay, das kann noch ziemlich heftig werden. So, wie viel haben wir jetzt hier zu lesen? Los geht. Verstecktes Buch. Es war nicht leicht herauszufinden, wo sich dieses Buch wahrscheinlich befindet. Nachdem es aus dem Throckmorton Museum gestohlen worden war, kaufte es ein hiesiger Chirurg, der nach der Flut tot in seinem Haus aufgefunden wurde. Ich sah mich dort um, aber vergebens. Allerdings könnte das Buch auch an einem anderen Ort sein. Die Privatklinik, in der Chirurg gearbeitet hat, ist verlassen. Laut Archivaufzeichnung befindet sie sich in der Bourbon Road zwischen der Innsmouth Road und der Oak Street im westlichen Teil des Bezirks Reed Heights. Oh, verfickte Scheiße. Okay, das könnte ziemlich viel werden, was wir da finden und suchen müssen. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Notiz. Buch in der Ruine. Einige Frauen hier erzählten sich von einer Häuserruine im Zentrum des Bezirks. Coverside, nahe dem Sendemast an der Kreuzung Landing Avenue und Kingsport Street. Sie sagten, die Geister des Hausbesitzers und seine Familie würden immer noch ein unheiliges Buch lesen. Mehrere Neuankömmliche, die sich in dieser Ruine niederlassen wollten, sind verrückt geworden. Jetzt haben wir aber alles, oder? Nee, da ist noch was. Buch im Bankgebäude. Mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen ist nicht leicht, aber dieser alte Knabe gehört bisher zu den sonderbarsten Oakmontern. Er redet über das Buch und als ich es ihm abkaufen wollte, lachte er nur. Ich habe es an einem sicheren Ort der Stadt zurückgelassen und so viel gezahlt, dass es dort bis zum Ende aller Tage bleibt. Sollte der Ort nach der Flut verlassen sein, umso besser, denn das Vergessen ist der beste Wächter. Das stimmt allerdings, das ist wirklich mal... So, ich schätze, er meinte damit, dass das verlassene Bankgebäude im nördlichen Teil des Bezirks Advent in der Forefather Street zwischen der... Hillock Street und der Windhoff Avenue. Was? Ich schätze, er meinte damit das verlassene Bankgebäude im nördlichen Teil des Bezirks Advent in der Forefather Street zwischen der... Achso, ja. Zwischen, ja, okay. Allerdings ist es dort für mich wohl zu gefährlich. Habe ich jetzt alle Dinger aufgesammelt oder fehlt mir hier noch was? Tatsächlich, das sind Nebenfälle. Hallo, ich würde gern... Ja, ich habe alle sieben gefunden. Ja, okay. Ach, hier guckt mal, sogar mit Marker. Das ist natürlich ziemlich cool. Okay, was haben wir denn hier noch? Der zerknitterte Brief, den kennen wir ja schon. Dokumente, die Albträume. Ich habe das Fenster verrammelt, Mr. Reed, wie es scheint. Und mein Tagebuch, das haben wir alles. So. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen wahrscheinlich da runter. Alter, hier ist noch ein Brief. Passen Sie auf. Mr. Archer, ich habe gesehen, wie Sie Gegenstände in Ihr Zimmer gezogen haben. Passen Sie auf den Boden auf, da Ihnen sonst jede Kratzer in Rechnung, da ich Ihnen sonst jeden Kratzer in Rechnung stellen werde. Der Hotelbesitzer. Die Tür gibt nicht nach. Was war das denn jetzt? Ah, Moment. Die Tür gibt nicht nach. Okay. Nochmal? Ne, macht er nicht. Kann ich hier rein? Ne, hier kann ich nicht rein. Hier kann ich auch nicht rein. Ich könnte jetzt natürlich hoch oder... in den Spiegel gucken. Ich könnte auch runter. Runter wäre vielleicht immer eine gute Alternative. Aber meine lieben Zuschauer, wir werden jetzt hier einen Schnitt machen und beim nächsten Part gehen wir hoch. Dann gucken wir uns das oben nämlich mal an und dann gehen wir runter. Gut, meine lieben Zuschauer, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Bock, das Spiel. So, in dem Sinne, vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, haut rein.